Ja, ich grüße euch hier aus dem neuen Ford Mondeo, unser Dauertestwagen, unser neues Familienmitglied, das wir 3 Monate zu Testzwecken bei uns haben, und wir wollen euch in regelmäßigen Abständen ja berichten, welche Erfahrungen wir mit diesem Auto machen. Dieses Auto hat einen Benzinmotor, einen 2 Liter Benziner, der 203 PS leistet, eine kraftvolle Maschine, aber so unsere ersten Erfahrungen eben auch relativ viel verbraucht. Wir sind mit 12 bis 13 Liter gefahren, ohne uns allerdings zu sehr um den Verbrauch zu bemühen. Schaut doch mal in den Innenraum. Dieser Mondeo hat ein Automatikgetriebe, was ich immer schätze, weil die Automatikgetriebe heute uns das Leben deutlich leichter machen. Sie schalten schneller als wir und die Verbrauchswerte sind trotzdem im Rahmen. Der Mondeo Turnier ist ein Kombi, der richtig viel Platz bietet, auch in der zweiten Reihe. Schaut mal hier, wie viel Fußraum es vor der Sitzbank gibt. Hier finden problemlos 4 bis 5 Erwachsene Platz und auch im Gepäckraum ist noch ausreichend Staufläche, auch für ausgiebige Urlaubsfahrten. Schaut hier mal rein, das ist ein wirklich großer Gepäckraum, der sich, wenn man mal ein Stück aus dem Baumarkt holen möchte, auch noch durch das Umlegen der Gepäckbank richtig groß machen lässt. Aber selbst in dieser Form ist eine Urlaubsreise wirklich ein Vergnügen. Hier passt das Gepäck von Erwachsenen und Kindern wunderbar rein. Ja, das ist ein erster Zwischenbericht von unserem Dauertestwagen, der uns noch bis Ende Oktober begleiten wird, und wir werden euch immer wieder berichten, welche Erfahrungen wir damit machen.